Und damit hallo und herzlich willkommen zum Market Briefing von TradingPortal.net. Neue Handelswoche heißt neue Chance für unser Gewinnspiel. Wer dabei sein möchte, einfach diesen YouTube-Kanal abonnieren, Like da lassen und einen Kommentar unter dieses Video und ihr seid automatisch dann im Lostopf mit dabei. Aber kommen wir zum Marktgeschehen und es war eigentlich ein relativ ruhiger Auftakt, warum die Wall Street hatte geschlossen. Heute ist sie mit dabei und wird vermutlich auch für neue Impulse sorgen nach dem großen Verfallstermin. Na, wir sind ja Millionen an US-Dollar an Optionen verfallen. Das dauert dann gerne mal ein, zwei Tage, bis sich die Kurse dann wieder etwas einpendeln. Mal sehen, wie das an der Wall Street gelingt. Wir haben jetzt zwei Tage hintereinander feste Future gehabt. Das muss jetzt erst mit der Kassahandel 15.30 Uhr so bestätigen. Mal sehen, da könnte direkt volatil, könnte dann der Wochenauftakt beginnen. Im Grunde haben wir aber wichtige, entscheidende Handelstage nun vor uns. Nächste Woche, knapp Mitte nächster Woche, haben wir den Quartalswechsel, Monatsschluss, Quartalsschluss, Thema Window Dressing natürlich, dann charttechnische Signale, die dann bestätigt werden, wenn eben zum Beispiel Monatskerzen oder Quartalskerzen sogar fertig ausgebildet werden. Also entscheidende Tage, nachdem wir jetzt den starken Abverkauf gesehen haben Richtung Verfallstermin der vergangenen Woche. Die Märkte stark überverkauft, gelingt es jetzt hier irgendeinen positiven Impuls aufzugreifen und den überverkauften Bereich abzubauen. Ein positiver Impuls kann dafür sorgen, dass wir einen Short Squeeze sehen und an den Märkten hochpushen, mit ein bisschen Window Dressing dann den Quartalsschluss noch retten und wir uns von den wichtigen Unterstützungen, die wir jetzt getestet haben vergangenen Woche, wir haben es im Wochenausblick thematisiert, dass wir uns davon ein bisschen Puffer besorgen können, ein bisschen Sicherheitsabstand und dann im neuen Quartal, beziehungsweise also erstmal in den neuen Monaten, vielleicht erstmal innerhalb der Vormonatskerze hereinkommen und versuchen, ein bisschen zu stabilisieren. Das wird entscheidend. Wir brauchen jetzt, vielleicht braucht es gar keinen großen Impuls, irgendwas, eine Meldung, die auch mal nicht mehr so negative Nachrichten bestätigt, wäre vielleicht schon ausreichend, um sich in der Tat jetzt den überverkauften Bereich abzubauen und abzusetzen. Dies wäre wichtig. Fällt dies aus? Haben wir dies nicht? Sehen wir den schwachen Quartalsabschluss? Eigentlich gibt es immer noch ein bisschen Window Dressing. Sehen wir aber den schwachen Quartalsabschluss? Verlieren vielleicht sogar diese wichtigen Unterstützung? Wäre das ein Hinweis? Das nächste Quartal bringt auch noch Abgaben mit sich. Vor allem kann bereits der Juli und August eine Schwächephase einleiten. Also bis zum Quartalsabschluss zählt es so ein kleiner Countdown. Die Bullen müssen jetzt Sicherheitsabstand zu den wichtigen Unterstützern gewinnen. Andernfalls kann mittelfristig ein neues Verkaufssignal drohen. Ja, ansonsten gestern, wie gesagt, es gab kaum Impulsgeber. Der DAX war alleine unterwegs, war nicht viel. Es wurden aber die Erzeugerpreise aus Deutschland gemeldet. Natürlich mit einem neuen Rekord auf der Oberseite, aber nicht mehr ganz so viel Dynamik auf der Oberseite, sondern eher so, ja, nur ein bisschen gemütlich jetzt nur nach oben, aber auf sehr hohem Niveau. Höchste Wert seit 1949. Beginn der Aufzeichnung hier weiß zu sehen sind die Erzeugerpreise, wie sie steil durch die Decke gehen. Ne? Die Grafik geht zurück bis in den 70er Jahren hier. Und gelb sind die Verbraucherpreise. Also, ne, da sieht man durchaus auch, da sind noch Nachholeffekte durchaus denkbar. Ja, die Erzeuger, die werden einen Teil der Gewinne, die werden einen Teil des Preisdrucks natürlich weitergeben an die Verbraucherpreise, an die Verbraucher und damit die Verbraucherpreise so rum weiter pushen. Ein anderer Teil wird natürlich die Gewinnmargen weiter auffressen. Das werden wir dann bei den Quartalsberichten sehen, wo der Ausblick sicherlich nicht mehr ganz so euphorisch sein wird. Die Bank of America hat jetzt ihre Prognose herausgegeben, dass die Inflation zumindest in den USA vermutlich im August ihren Peak sehen wird, also zwei Datensätze werden wir noch sehen und dann sollte der Peak eigentlich sitzen oberhalb der 9%, sieht sie die Inflation würde heißen, wir hätten nochmal eine Überraschung auf der Oberseite. Die Erzeugerpreise, die wir jetzt hier sehen, deuten zumindest für Deutschland und auch der Eurozone an. Es kann gut sein, dass wir hier auch nochmal eine Überraschung auf der Oberseite erleben müssen, bevor es besser wird. Wir hatten ja auch die Energiepreise, die noch relativ stabil waren, auch auf hohem Niveau im Juni. Also Erzeugerpreise deuten an, sind noch nicht ganz am Gipfel angekommen, aber zumindest ist die Aufwärtsdynamik etwas heraus. Aber bis wir richtig Abwärtsdynamik haben, um wieder ein Inflationsziel von 2% zu haben, das ist auch so ein Prozess, der wird dauern. Ne? Es wird Hoffnung geben, wir haben den Peak, es ist alles wieder besser. Ja, das ist nur eine frühe Hoffnung, der Weg nach unten, der wird steinig. Ja, also überverkaufte Märkte haben wir, die Bullen müssen dies aufgreifen. Ich schaue mal kurz rüber
Der DAX, ja, wollte mit Aufwärtsgap reinkommen. Ich glaube, 2,65 war gestern genau Schluss. Ab da würden wir ein Gap aufschlagen und dort ein Gap aufschlagen. 2,60 ist der Wochenpivot und da wäre dann direkt auch ein erster wichtiger Support. Aber wie gesagt, ne, die Wall Street gestern fest, die Future, heute die Future auch schon wieder fest. Und das muss jetzt erstmal alles im Kassahandel so ein bisschen bestätigt werden. Wir schauen mal in die Chartbilder hinein. Beginne hier beim DAX im Wochenchart, hatte ich gestern im Live-Video schon gesagt, wo hier beim 38-Wochen-Retracement und auch am SMA 200 quasi ein Kombi-Marke ist, 13.220 dort oberhalb festsetzen und es besteht eben die Chance auf den Inside, die Inside-V kam, also innerhalb der Vorwochenkerze wir uns bewegen und uns stabilisieren können. Das wäre schon mal gut, denn wir haben dann nächste Woche den Quartalswechsel und dann könnte man eben den Sicherheitspuffer noch ausbauen. Also oberhalb der 13.220 Erholungsbewegung möglich hier auf Wochensicht. Die erste Zwischenzone wäre hier um 13.380. Da war der Future schon fast dran und darüber könnte man den EMA 200 bei 13.570 testen. Das wäre hier auf Wochensicht der nächstgrößere Widerstand. Also gelingt uns jetzt die Stabilisierung, gut möglich, dass wir sogar Richtung 13.6 mal anklopfen können. Da bauen wir den überverkauften Bereich etwas ab. Falls wir sogar noch drüber kommen, weiter rüber kommen, 6.50 und darüber könnten wir das Gap an der 13.760 holen. Ne? Probleme jetzt an der 2.20, mal sehen, aktuell läuft der Absetzungsversuch. Aber wie gesagt, ne, die Wall Street muss erstmal jetzt in den Kassahandel wieder reinkommen. Das war alles sehr dünnes Volumen. Das muss ich jetzt erstmal bestätigen. Viele Impulsgeber stehen heute auch nicht an. Bisschen Immobilienmarkt, USA, ansonsten nichts weiter. Morgen dann Jerome Powell, ne, der auftritt in den Ausschüssen und Repräsentantenhaus und Senat. Das ist der größte, vermutlich der größte Impulsgeber in dieser Woche. Bis dahin müssen wir diesen Tag noch überbrücken. Unterhalb der 220 hingegen Wochentiefen Fokus 13.120 und darunter wäre die 13.000 wieder im Fokus. Eigentlich hatte ich hier auch noch mal das große Bild, wollte ich noch mal zeigen, wo wir auch hier im DAX abgetreten sind. Mal kurz im Quartalschart hinein, ne, wo wir vergangene Woche angekommen sind. Hat mir ja thematisiert zum Wochenausblick. Das mittlere Bollinger Band hier in der Quartalskerze, die nächste Woche fertig ausgebildet wird. Ne? Getestet an der 13.000. Wichtige, entscheidende Zone. Nächste Quartalskerze hier ausgebildet. Bleiben wir oberhalb der 13.000. Gelingt das Absetzen, gelingt die Stabilisierung mit ein bisschen Window Dressing etc. Oberhalb der 13.000 hätten wir im neuen Quartal erstmal die Spanne Richtung 14.000, 14.100 aktiv. Könnte man sich stabilisieren. Aber wehe, wir rutschen durch die 13.000 im Quartalswechsel durch. Dann sind wir direkt hier im roten Bereich und müssen davon ausgehen, dass wir sogar das Jahrestief noch unterschreiten können. Also das ist der Blick wirklich mal hier nochmal zum Quartalschart, wo wir in der vergangenen Woche das mittlere Bollinger Band getestet haben. Vielleicht auch nochmal kurz der Monatschart, das ist ganz ähnlich, eine Monatskerze, da sind wir zu dreimal um mittleren Bollinger Band abgeprallt, nun runtergefallen, untere Bollinger Bandzone, der GD50 verläuft die alte Verbindungslinie, also auch wichtige Zone, Stabilisierung muss gelingen, dann können wir in der Tat die nächste, wir haben ja sehr viele Monatskerzen nebeneinander ausgebildet, dann könnten wir in der Tat die nächste Monatskerze auch wieder oberhalb der 13.000 bis zu 14.000, eine 1.000-Punkte-Spanne könnten wir dann anstreben, aber wehe, wir fallen durch, dann sind wir im bärischen Bereich, 12,6, 12,4 wären dann auf alle Fälle sichere Anlaufzone und laufen die 12,4 werden wir das Jahrestief eher nochmal mit einem neuen, brauchen wir eher ein neues Jahrestief hinein in den Tagesschart auch nochmal, ne? Das war unser Bärenmarkt Rallye 1, im DAX Bärenmarkt Rallye 2, deutlich abgeprallt, aber auch deutlich überverkauft. Wir haben jetzt eine Monatsperformance von minus 7,8%, ne? Das ist überdurchschnittlich viel. Vielleicht können wir das in der Tat noch abbauen, jetzt in den letzten Handelstagen, in diesem Monat, in diesem Quartal. Es muss letztendlich gelingen. Wir haben das Retracement hier vom Jahrestief zum Allzeithoch bei knapp 13.350, was wir im Future jetzt getestet haben. Das wäre schon eine erste Tour. Darüber kann die Erholung ausgedehnt werden. Darüber kann es, können wir Richtung 13.6 mal laufen, dort mal anklopfen und eben den überverkauften Bereich etwas abarbeiten.
Mal wieder ein bisschen die Bären ärgern, nachdem jetzt die Bullen hier wirklich massiv sich gefreut haben, also massiv gelitten haben. Das ist quasi bis über einer Woche fast 12% ABE. Das ist überdurchschnittlich viel, das muss man so sagen. Aber jetzt eine starke Bärenmarkt-Rallye würde ich jetzt auch nicht ausrufen, weil ne, die letzte Bärenmarkt-Rallye ist gerade mal 2 Wochen her. Ne? Das ist alles ein bisschen viel. Dass wir jetzt gleich die nächste Bärenmarkt-Rallye sehen, was wird man immer rechnen muss in diesem Umfeld, sind natürlich Short-Squeezes. Also irgend so ein Hoffnungsimpuls und ein Short-Squeeze nach oben. Damit muss man immer rechnen. Das ist einfach diese Marktphase, die wir jetzt haben und die uns eine ganze Weile noch begleiten wird, haben wir es im Wochenausblick thematisiert. Aber eine große Bärenmarkt-Rallye von, ja, wo man einen zweistelligen Prozentbereich zulegen kann, da bin ich mir nicht so sicher, dass wir das sehen können. Aber der Short Squeeze und da kann oberhalb der 13.350 Fahrt aufnehmen Richtung 13.6. Alles unterhalb, ja, dann bleibt eher das Jahrestief im Fokus und unterhalb der 13.000, da könnten wir das unechte Gap hier aus dem Tiefpunkt im März bei knapp 12.830 eben auch noch an Steuern herangezoomt auf den heutigen Tag. Wie gesagt, gestern Schluss, dünnes Volumen nach oben gelaufen, Schluss an der 13.260 gefunden, 265 um genau zu sein, 260 ist, ne, 261 um genau zu sein, der Wochenpivotpunkt. Kommen wir dort rüber, wäre es direkt die Einladung für den Bullen hier einen stabilen Tag hinzulegen, zumindest bis auf Wall Street, dann mal gucken, was die meinen. 13.320, so 345, ne, wäre die erste kleine Spanne, die wir im Future abgearbeitet haben. Darüber die kleine Verbindungslinie wäre bei 13.400 zu nennen. Kommen wir dort rüber, dann wird es ein dunkelgrüner Tag. 13.475, so 13.515 wäre dann der nächste Cluster. Aktuell bewegt sich der Future zumindest hier in diesem Bereich und oberhalb der 260 kann man diesen auch vollumfänglich durchlaufen. Unterhalb der 260 hat man hingegen wieder die Eindrücke, und das sollte eigentlich nicht passieren, dass man diesen Bereich wieder hergeben würde. Andeuten müssen wir vermutlich hier nochmal einen Umweg legen. Unterhalb der 260 geht es dann über die 210, im weiteren Schritt zu 13.125, gestrigen Tief oder Wochentief wird man dort wieder hinlaufen und darunter Bereich 13.040 Vorwochentief. Ja, vermutlich heute werden wir da nicht gleich durchrutschen, aber wenn wir dort anlaufen, bräuchte es vermutlich noch den Umweg hier, das unechte Gap, was man eben gesehen haben, 12.830, aber auch die 910 sind schon ein guter Support. Dort bietet sich vermutlich durchaus auch wieder eine Long-Position an, sofern man denn dort runterfallen. Also 260 heute etwas im Fokus hinein. Ich soll nicht ganz so lang werden, dieses Video hinein. Kurz auch nochmals übergeordnet. Weiß ist, wir kommen jetzt in diese Tage hinein, Quartalswechsel. Window Dressing, wir sind überverkauft, das ist ganz schwierig ein bisschen zu fassen. Wir stehen ja zwischen Short Squeeze und oh weia, vielleicht klappt es ja nicht mit den Short Squeeze und den Absätzen und wir fallen durch und haben das Verkaufssignal auf Quartalswechsel. Dieses ist gerade aktuell ein bisschen diese Gemengelage und diese Sorge, die wir haben. Hier der S&P 500 im Wochenchart, Corona-Tief mit den Retracements. Wir haben den EMA 200 getestet, normalerweise in der vergangenen Woche. Normalerweise gibt es da Gegenwehr. Ne? Normalerweise muss es Gegenwehr geben, aber fallen wir dort durch auf Quartalswechsel, hat man direkt die nächste Eintrübung. 3640 ist dieser Support oberhalb hier im Wochenchart. Erholung Richtung 3815, 3840 möglich. Da hat man die Stabilisierung in den Quartalsschluss. Unterhalb hingegen öffnet sich die Tür zu 3.500, hätten wir es 50er Dresden und den SMA 200 wäre auch ein wichtiger Support. Darunter wird es vermutlich etwas holprig. Auch hier herangezoomt nochmal in den Tageschart, sitze ich davor, nee, wir hatten starke Abverkäufe, ne, seit 8.6. Das sind alles nicht so lange her, ne, ging es ordentlich runter, über 12%, wir sind in der Tat sehr überverkauft, ne, und das ist eben die Hoffnung der Bullen, überverkauft, es riecht nach Short Squeeze, es braucht ein bisschen diesen Impuls jetzt aber und nicht die negativen Nachrichten, sondern eine Nachricht zum Gasspeicher, Russland drosselt weiter, dann werden halt die Bullen überrascht, die jetzt auf Short Squeeze setzen, auf alle Fälle aber extrem überverkauft, ne, die Gegenwege deutet sich durchaus an, wir keilen uns hier auch so etwas ein, es ist schon der Hinweis, es liegt etwas in der Luft, dass die Bullen hier mal einen Versuch starten wollen, 3715 oberhalb kann ihm die Spanne ausgebildet werden, Richtung 3815, 840, darüber könnte man über die 3,9 zur 4000 wieder mal laufen. Das mittlere Bollinger Band wäre eigentlich immer eine schöne Anlaufzone, immer wieder angelaufen bei Gegenbewegung. Und ja, das läuft aktuell bei 3.970.
Also ich ein bisschen Luft wäre vorhanden für einen Squeeze nach oben. Nur ausgerechnet dieser Squeeze müsste Richtung Quartalswechsel laufen. Ganz entscheidende Tage. Ich wiederhole mich da. Unterhalb der 3715 wäre gut, wenn wir uns oberhalb mit Stabilisierung im Kassahandel. Wir sind im Future, stehen wir aktuell auch knapp 10 Punkte drüber, aber zwei feste Future, Kasse hat auch nichts nachgebildet. Mal gucken, wie wir reinkommen. Aber wenn wir oberhalb reinkommen und stabilisieren, ist die Chance gegeben, weitere 100 Punkte auch kurzfristig zu holen. Unterhalb hingegen bleibt das Jahrestief und in der EMA 200 Wochenchart 3640 im Fokus. Darunter Türöffner Stück für Stück Richtung 3500 hinein noch herangezogen. Wie gesagt, ja, es deutet sich ja so ein bisschen so eine Einkeilung an, ne? Und das so nach einer heftigen Rutsch schon über 10% unten so ein fallender Keil. Ist ein Hinweis, Stabilisierung, Ausbrechen aus dem Keil und Beginn der technischen Gegenbewegung. Das schaut zumindest danach aus. Es muss jetzt auch nur aufgegriffen werden. Erste relevante Zone, erste Cluster. Wie gesagt, schwierig jetzt wieder. Zwei Future-Tage dazwischen. Jetzt der Kassahandel 3675, oberhalb wäre die Spanne 3715 aktiv. Wäre der erste Cluster im bullischen Fall, kommen die Bullen eben direkt drüber rein. Aktuell deutet es sich an, kommen sie rüber rein, da oberhalb rein, wäre die 3740 und 3760 der nächste Cluster, den wir hätten. Darüber Tür öffnen Richtung 3790, 3815. Wäre für heute aber vermutlich alles ein bisschen zu viel des Guten. Unterhalb hingegen, falls die Futures was vorgegaukelt haben, wir kommen plötzlich schwächer rein. Viele Impulsgeber haben nicht, dann bräuchte es eigentlich irgendeine Meldung, die so aktuell heute gar nicht so ansteht. Aber wäre dann eine überraschende Meldung, die könnte dann schon reichen. Dann hätten wir unter 3675 die 3640, EMA 200 im Wochenchart im Fokus. Brechen wir dort durch, geht es weiter über die 3600 Richtung 3585 hinein in den Dow Jones. Ebenso abverkauft, ebenso zu erkennen, wie man es hier ein bisschen einkeilt. Es ist doch schon etwas zu erkennen, dass man hier den Abverkauf hatten, ne? Ordentlich nach unten, ordentliche Prozent innerhalb weniger Tage, und dann keimen uns hier unten ein. Es ist schon eine Einladung, dass man hier upsala, so eine kleine technische Gegenbewegung einleiten müssen. Im Idealfall per festen Start heute. Die Unsicherheit ist und bleibt der Quartalswechsel. Alle setzen jetzt auf das Window Dressing, auf den Shorts, gesagt, so überverkauft. Das Sentiment ist ja auch extrem negativ. Fear and Greed Index kommt gar nicht aus dem einstelligen Bereich raus. Also es ist so negativ, das Sentiment, dass es eigentlich super bullish ist. Das sind meine Worte, aber es ist ernsthaft negativ. Es bräuchte ja mal wieder so einen Hoffnungsfunke, und der kann dafür reichen, eben diesen Keil aufzulösen, und dann der kann hier durchaus hochlaufen bis hier in die 31.300 haben wir auch das erstere Dresden, das übergeordnete Dresden und auch große Gapzone. Das könnte dann passieren. Ja, erste relevante Zone hätten wir hier um die 30.500, hätten wir das erste unechte Gap, darüber kann es gelingen. Richtung 31.000 ins echte Gap zu laufen. Alles so unter 30.100. Ja, dann vermutlich hier haben wir noch zu sehen, das vor Corona hoch an der 29.500, ein bisschen drüber. Das könnte auf alle Fälle noch vollumfänglich getestet werden. Haben ein paar Punkte gefehlt. Brechen wir dort durch, ist die 29.000 in höchster Gefahr. Auch hier kurz herangezoomt, auch hier nochmal die Keil zu sehen, ne? Nach den großen Abverkäufen. Es ist eine bullische Vorlage für einen Short Squeeze. Ne? Brechen wir so einen Keil durch, da sehen wir meistens eine große grüne Tageskerze. Die müsste dann heute folgen. Also Ausbruchniveau aus dem Keil, grüne Tageskerze. Und morgen müsste man eigentlich nochmal den Schwung mitnehmen. Und dann müssten wir schauen, wie die Tageskerze aussieht. Und vielleicht einen langen Docht stehen lassen, uns wieder eintrüben. Also hier eine grüne Tageskerze, daneben dann die nächste. Und dann mal sehen, ob die eingetrübt ist oder ob die nochmal fest ausfallen kann. Also diese Frage stellt sich aktuell. Oberhalb der 29.900 reinkommen, hätten wir die erste Spanne Richtung 30.150 darüber eben die Chance gegeben, diese große Tageskerze anzustreben, ins erste unechte Gap über die 30.410 zu 30.570 wäre dann die erste gute Range. Dann hätten wir diese Ausbruchkerze. Und dann müsste man sehen, ob wir die nächsten Tag genauso aufgreifen können Richtung 30.775 und eben hier oben hätten wir dann die 31.000 als erste große Zielzone. Unterhalb der 29.900 hingegen, wie gesagt, hier an der knapp 29.570 vor Corona hoch wäre noch offen, könnte man dann
holen. Darunter öffnet sich die Tür Richtung 29.300. Aktuell sieht das nicht danach aus. Aktuell deutet sich an, dass man durchbrechen möchte. Hier auch nochmal der Nasdaq-Monatschart, weil die Monatskatze wird ja nun auch fertig ausgebildet in der nächsten Woche. Hatte ich so einen Wochenausblick gezeigt. Ne? Wir haben diesen Trendkanal komplett durchlaufen, das untere Bollinger Band getestet bei knapp 10.800. Nächste Monat, also nächste Woche, 11.100. Diese Zone, da muss sich der Nasdaq absetzen. 10.800, 11.100, das ist der Bereich. Absetzen, Window Dressing, Short Squeeze mit einem Sicherheitspuffer und alles ist gut. Hier bitte rüber, hier dies verteilen. Dann könnte man den nächsten Monat erstmal hier drinne bleiben im Trendkanal, der von 10,8 bzw. 11,1 im nächsten Monat Richtung 14.000 reicht. Brechen wir durch, ne, dann wäre es direkt das Verkaufssignal. Und diese Gefahr, die besteht jetzt aktuell letztendlich für die Indizes. Ne, ob der DAX am mittleren Bollinger Band in Quartage hat, der Nasdaq hier im den voll durchlaufenden Trendkanal zugleich unteres Bollinger Band. Ne, wichtig, absetzen, brechen wir durch. Bis zur nächsten Woche haben wir mittelfristig ein neues Verkaufssignal. Diese Unsicherheit haben wir jetzt drin zwischen Short Squeeze und mittelfristiges Verkaufssignal. Dort bewegen wir uns jetzt. Hier die 11.000 nochmal zu sehen, die 10.800, der Bereich, der verteidigt werden muss, brechen wir dort durch, geht es über die 10.5 ziemlich zügig Richtung 10.000 und darunter kommt vermutlich einiges noch nach. Das darf nicht passieren, diese roten Pfeilen in den Quartalswechsel hinein brauchen die Stabilität Richtung 11.500, da war der Future auch schon dran. Darüber könnte man die ersten Gaps holen, 11.800. Über der oberhalb der 11.500, 11.800 und Richtung 12.000 mittleres Bollinger Band wäre dann die erste Bewegung, um sich hier den überverkauften Bereich abzuarbeiten. Ne? Diese Chance suchen jetzt die Bullen. Zoom auch kurz hier nochmal heran. Nasdaq müht sich ja sowieso ein bisschen mehr ab. 11.260, erste relevante Zone. Oberhalb hätten wir die Spanne 3.80 in dem Bereich 11.5. Ne? Das war 11.500. 11.500, 11.570 wäre gut, wenn das gelingt, dass wir uns heute dahin laufen können mit einer großen Tageskerze und am besten hier in den 500er Bereich schließen, im Ideal sogar oberhalb. Das wäre der Hinweis, wir können direkt am nächsten Tag hier die Scap ins Visier nehmen. 11.750 und 11.823 wäre dann die nächste Zone. Also wichtig für die Bullen heute. Aufgreifen, den festen Start, die festen Future und im besten Fall im Bereich 11.500, 570 schließen, im Ideal für oberhalb, dann können wir gleich den Schwung von heute dann auch in den nächsten Tag mit reinnehmen. Aber diesen Schwung muss man jetzt mitnehmen, wie gesagt, zweimal feste Future, Kassa muss es bestätigen, auch Abverkauf, stark verkauft, keine Formation. Wenn Sie das jetzt nicht nutzen, also diese Chance nicht nutzen, jetzt hier eine Gegenbewegung einzuleiten, einen Short Squeeze einzuleiten, die Bullen, dann wird es ein ganz, ganz interessanter Quartalsabschluss, wenn man diese Steilvorlage nicht nutzen möchte. Wir haben ja nicht mal Impulsgeber, irgendwelche negative Impulse. Das könnte man jetzt einfach mal nutzen. Ne? Und fällt das aus, dann mal sehen, ob das ein guter Quartalsabschluss wird oder ob jetzt hier vielleicht in der Tat eine Eintrübung droht. Unterhalb der 260 hingegen. Jetzt über die 11.120 in dem Bereich hier 11.000, 11.040, 10.970, ein bisschen der Worst Case dann für den heutigen Handelstag, darunter die 10.8. Das soll es gewesen sein, ein kurzer Durchblick durch die Indizes. Ich schaue kurz rüber, ja, immer noch auf Gap-Niveau steht der DAX. Ich komme ja in der ersten halben Stunde herein, 2.65, wichtig, der DAX muss sich 2.60 halten, dann ist die Chance gegeben, dass wir noch ein bisschen was draufpacken können heute und eben die Erholungsbewegung zumindest Stück für Stück einleiten werden. Das soll es gewesen sein. Gerne sehen wir uns dann auf tradingportal.net im Trading-Chat. Wie gesagt, kaum Impulsgeber heute. Mal sehen, was die Wall Street macht nach ihrem verlängerten Wochenende. Kommt gut in den Handelstag, mach's gut und ciao.